ermordet, sagen Sie. Tante Elisabeth wurde ermordet. Allerdings. Und nicht nur Sie. Wir haben nach der Exhumierung Ihrer Schwester, der Baronin Victoria, bei ihr dasselbe Gift gefunden. Nein, das ist ja grässlich. Aber der Arzt hat doch festgestellt, dass Victoria an einer Herzschwäche... Es handelt sich um ein langsam wirkendes Herzgift, wie man es in dieser Zusammensetzung eigentlich nur bei einigen südamerikanischen Pfeilgiften kennt. Aber das ist doch absurd. So, meinen Sie. Übrigens haben sich Spuren desselben Giftes auch im Glas auf dem Nachttisch der Baronin Elisabeth gefunden. Und da sich offenbar nicht mehr klären lässt, wer ihr diesen tödlichen Nachttrunk gebracht hat... Sie haben doch gehört, der Butler hat fristlos gekündigt. Und der Koch ist auch einfach davon gelaufen. Schrecklich, schrecklich. Interessiert uns vor allem die Frage, woher das Gift kommt. Sie sind doch viel auf Reisen, Graf Klaus, nicht wahr? Natürlich, jetzt gehen Sie wieder auf mich los. Nein, aber Sie werden lachen. Ich habe ja tatsächlich aus Südamerika einige indianische Giftpfeile mitgebracht. Kann ich die mal sehen? Ja, bitte, selbstverständlich, wenn Sie sich in die Waffensammlung bemühen wollen. Ja. Also, Papa, diese Verdächtigungen sind unerhört. Aber beruhige dich doch, Henriette. Das kann doch alles nur ein Irrtum sein. Schöner Irrtum. Wenn ich an die Stellung in meiner Firma denke... Ach, hör doch auf mit dieser lächerlichen Stellung. Wie ich mir gedacht habe. Irgendjemand hat das Gift von den Pfeilspitzen sorgfältig abgeschabt. Tatsächlich. Jetzt werden Sie natürlich behaupten, dass ich es war. Wer hat Zugang zu der Waffensammlung? Ja, eigentlich nur ich. Na Gott, ich lasse manchmal den Schlüssel stecken. So, so. Sind Sie eigentlich sicher, dass nicht Sie es waren, der Ihrer Tante Elisabeth dieses tödliche Getränk ins Schlafzimmer gebracht hat? Herr Oberinspektor, Sie werden wieder lachen. Ich bin nicht sicher. Nein, ich habe ja manchmal das Zeug mit draufgenommen. Graf Klaus, ich muss Sie leider bitten, mit mir aufs Präsidium zu kommen. Das Motiv für die Giftmorde ist also vermutlich das große Vermögen der beiden alten Damen. Jawohl. Und erbberechtigt ist allein die Familie Orgenburg. Jetzt muss ich schon dumm fragen, Herr Steiner. Wie hängt denn die Verwandtschaft eigentlich zusammen? Nun, da wäre zuerst der Schwager der ermordeten Baronin, der alte Graf Maximilian, dann seine unverheiratete Tochter Gräfin Henriette, sein ältester Sohn Graf Siegbert und seine Frau Gräfin Winnie und dann natürlich Graf Klaus, der jüngere Sohn. Also mir brummt der Schädel vor lauter Gräflichkeiten. Am liebsten täte ich mir die Leiter mal selber anschauen. Nicht nötig, Herr Wanninger. Die Indizien sprechen ziemlich eindeutig gegen diesen Klaus. Mhm. Ein bisschen zu eindeutig, finde ich, Herr Steiner. Also, dass einer sich so wenig absichert, das glaube ich nicht einmal einem Playboy. Aber er konnte doch nicht voraussehen, dass der Hausarzt nach dem zweiten Todesfall Verdacht schöpfen würde. Und bisher fehlen ja auch noch die Aussagen des Butlers und des Kochs. Ja, warum nachher? Der Butler hat fristlos gekündigt und der Koch ist spurlos verschwunden. Wir konnten beide bis heute noch nicht auftreten. Ach so. Ja, wenn das so ist. Aber ich werde Sie finden. Die Fahndung läuft. Herr Steiner, wenn Sie nichts dagegen haben, dann würde ich mit dem Fröschel zusammen ganz gern das Schloss Orgenburg mal anschauen. Wenn Sie unbedingt wollen, meinetwegen, Wanninger. Dankeschön, Herr Direktor. Ich muss schon sagen, Herr Direktor, wenn Ihnen das Ergebnis meiner Ermittlungen nicht ausreichend erscheint... Jetzt regen dann... Sie sich doch nicht auf, Herr Steiner. Vier Augen sehen immer mehr als zwei. Kopfröschel. Für Sie bleibt noch genug zu tun, Steiner. Zuallererst müssen wir jetzt mal den Koch und den Butler finden. Außerdem sollten wir auch mal die finanziellen Verhältnisse der Familie Orgenburg überprüfen. Vielleicht stellt sich raus, dass da noch andere scharf sind auf die Erbschaft von den beiden alten Damen. Die nachfolgenden Anordnungen sind mein letzter Wille. Sie sind im Falle meines Todes zu befolgen. Erstens, 20.000 Mark und eine Rente von monatlich 500 Mark bis zu ihrem Ableben an die treue Angestellte der Familie, Anastasia Angermeier. Zweitens, mein ganzes übriges Vermögen in Bar, Liegenschaften und Aktien vermache ich meinem Neffen, dem Grafen Klaus von Orgenburg. Gegeben zu Orgenburg am 19. Oktober 1967, Elisabeth von Winter. Das ist ja unglaublich. Ich habe dir immer gesagt, du hättest dir mehr Mühe mit ihr geben sollen. Wieso denn ich? Schließlich hat sie mir die Heirat mit dir nie verziehen. Na, mich hat sie noch nie leiden können. Schrecklich, schrecklich. Grüß Gott. Sie sind doch sicher der Herr Graf, gell? Ja, wieso? Was wollen Sie denn? Also, ich bin der Wanninger und der da, das ist der Fröschel. Grüß Gott. Ach, Sie kommen vom Arbeitsamt. Ja, genau. Na, endlich. Das heißt, wenn Sie noch niemand haben.
Sie sind der Koch, nicht wahr? Ja, ja. Also gehen Sie gleich in die Küche. Sie kochen doch Französisch. Ja, der Herr Graf werden überrascht sein. Gut, gut. Und Sie servieren dann das Abendessen. Pünktlich 19 Uhr. Jawohl. Sie sind doch gelernter Butler. Sehr wohl, Herr Graf. Ich war schon in ganz exklusiven Häusern. Warum haben Sie bei Graf Orgenburg fristlos gekündigt, Herr Lehmann? Ich bitte Sie, zwei Todesfälle in kurzer Zeit. So etwas ruiniert den Ruf eines Butlers. Ja, ja. Sagen Sie, an Ihrem letzten Abend auf Schloss Orgenburg haben Sie der Baronin Elisabeth den Nachttrunk gebracht? Nein. Das Getränk für die Frau Baronin war schon abgeholt, als ich in die Küche kam. Von wem? Na, ich nehme an, vom Grafen Klaus. Und wer hat damals der Baronin Victoria das Getränk gebracht? Ich meine, am Abend vor ihrem Tod? Daran kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Mhm. Da, schauen Sie halt ins Kochbuch, Herr Warninger. Dann wird es Ihnen vielleicht wieder einfallen. Oh, meine Straße. Ausgerechnet eine Zwiebelsuppen. Und auch noch auf Französisch. Ja, ist halt der Feinschmecker, der Graf Maximilian. So. Jetzt haben Sie alles, was Sie brauchen. Ich danke Ihnen schön, Stasi. Sie sind ein Engel. Ja, das hat die Baronin Elisabeth auch immer gesagt. Und jetzt hat's mich sogar reich gemacht. Gott hab Sie selig. Die Baronin haben wohl alle gut leiden können, was? Nein, nein. Nur der Klaus. Aber Sie ihn auch. Gerade der Narren hat sie an ihm gefressen. Gerade wie die Baronin Victoria. Immer haben sie ihm Geld zugeschoben. Mein Grab mehr, als er hat brauchen können. So. Und der Graf Siegbert, hat der auch was abgekriegt von dem Segen? Nein. Denken Sie hin. Für die anderen, da haben die kein Kreuz herausgeguckt, die Victoria und die Elisabeth. Und der Siegbert, der verdient ja auch selber genug. Aha. Na, wo doch seine Frau, die Winnie, gerade erst ein sündteures amerikanisches Auto gekauft hat. Na, und Schmuck hat die, einen ganzen Kasten voll. Da gibt's keine Festivität, wo die Winnie nicht alles an sich hin. Komisch. Aber so tagsüber hier im Haus, da trägt sie doch gar keinen Schmuck. Vielleicht, weil sie jetzt in Trauer ist. Vielleicht. Jedenfalls ist sie jetzt für eine Zeit lang mit Festivitäten essig, gell? So ein Unglück, so ein grausliches. Dabei hat der Klaus morgen Geburtstag. So was wird sonst bei uns im Schloss immer ganz besonders gefeiert. Mit einem Festessen an der Geburtstagstorte. Gott, heulen könnte ich, wenn ich dran denke, dass er jetzt bloß Wasser und Brot hat, der Klaus. Bestimmt nicht mehr lang, Stasi. Ich glaube nämlich fest dran, dass der Klaus unschuldig ist. Was? Ja. Das glauben Sie auch? Ja, Herr Warninger, Sie sind ja ein ganz guter Mensch. Ja. So. So wird's wohl französisch genug sein. Ich hätte nie gedacht, dass Klaus so weit gehen würde. Wenn die Polizei genug Beweise hat, ihn zu verhaften, dann wird es ja wohl stimmen, Henriette. Du wärst zu so etwas völlig unfähig, nicht wahr? Still, Winnie, harte Frau, der dummes Vieh. Was bringen Sie denn Schönes, Frosche? Französische Zwiebelsuppe, Herr Graf. Exzellent. Ja? Übrigens, Ihr Name, grässlich, grässlich. Wie heißen Sie denn mit Vornamen? Toni, Herr Graf, Toni. Peinlich, peinlich. Ich werde Sie Antoine nennen. Habt ihr übrigens schon daran gedacht, dass das Testament von Elisabeth jetzt ungültig wird? Und ob wir daran gedacht haben, Papa? Wie ist das denn? Wird nun einfach geteilt? Aber da gibt es doch sicher eine gesetzliche Regelung. Na denn, guten Appetit. Parbleu! Was ist denn das, Antoine? Zwiebelsuppe à la Cayenne, sagt der Koch. Es ist zum Verzweifeln, Herr Direktor. Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass praktisch die ganze Familie Orgenburg in Frage kommt. Also jetzt mal der Reihe nach, Herr Steiner. Was ist mit dem alten Grafen Maximilian? Der ist ein leidenschaftlicher Roulette-Spieler. Das Schloss ist bis zur Wetterfahne mit Hypotheken belastet. Und seine Tochter, Henriette? War schon dreimal ergebnislos verlobt, weil keine Mitgift zu erwarten war. Bleibt noch der älteste Sohn. Graf Siegbert verdient als Werbechef einer Münchner Firma monatlich 2000 Mark. Womit er den hohen Aufwand seiner Frau bestreitet, ist absolut unerklärlich, weil sie keinerlei persönliches Vermögen besitzt. Aha. Da hätten wir also glücklich einen ganzen Haufen Verdächtige. Ja, und keinen schlüssigen Beweis. Wenn Klaus den Schlüssel zur Waffensammlung öfter stecken ließ, konnte praktisch jeder von der Familie an die Giftteile kommen. Mitra? Ja, Warninger?
Ja, ist gut, ich werde es ihm sagen. Ende. Der Wanninger möchte gern, dass Sie den Klaus morgen früh freilassen, weil er Geburtstag hat. Das kann doch wohl nicht sein Ernst sein. Also nachdem der Klaus nicht der Alleinverdächtige ist, könnte man sowieso nicht länger festhalten. Wie Sie befehlen, Herr Direktor. Und verstärken Sie die Fahndung nach dem Koch, der da so plötzlich von der Bildfläche verschwunden ist. Wie Sie meinen, Herr Direktor. Ich begreife nur wieder einmal absolut nicht, worauf der Wanninger hinaus will. Sag mal, Frischl, ja? Ist die Wiener nicht gerade weggefahren? Ja, zu einem Bridge-Abend. So. Hast du gesehen, ob sie irgendeinen Schmuck dran hat? Nein, keinen. Woher weißt du das so genau? Weil ich mir halt ein bisschen angeschaut hab, die Winnie. Aha. Ist ja kein unschöner Anblick, gell? Mhm. Was überlegen Sie, Herr Wanninger? Du, pass auf, Frischl. Wenn der Mörder scharf ist auf sein Erdteil von den alten Baroninnen, na, dann ist doch eigentlich bis jetzt alles ganz gut für ihn gelaufen, oder? Freilich, der denkt, dass der Klaus verurteilt wird und dass dann das Testament von der Elisabeth ungültig ist. Ich habe ja selber gehört, wie Sie es gesagt haben. Ja, siehst du, und gerade darauf will ich hinaus. Wenn also morgen früh plötzlich der Klaus als freier Mann hier wieder auftaucht, ja, dann muss doch das für den Mörder eine böse Überraschung sein, oder? Vielleicht verleitet ihn das sogar zu einer unüberlegten Handlung. Möglich. Besonders, wenn er erfährt, dass der Klaus morgen Abend wieder auf Weltreise geht. Hospi. Guten Morgen allerseits. Was? Du bist frei? Ja, wie ihr seht, ja. Man hat dich richtig freigelassen? Nur Papa, glaubst du vielleicht, ich bin ausgebrochen? Das ist unser neuer Lehmann. Antoine. Frühstück mit Ei. 5 Eier und sehr viel Speck. 5. Ja, und der Verdacht gegen dich? Er hat sich in Luft aufgelöst. Ich bin es nicht gewesen. Nein, Klaus, wie ich mich freue. Jetzt können wir doch noch deinen Geburtstag feiern. Wie kannst du nach allem, was geschehen ist, so etwas sagen, Winnie? Aber ich finde, Winnie hat eigentlich ganz recht. Das haben wir doch noch nie versäumt. Oh, das tut gut. Du bist im Gefängnis. Nichts zu trinken, die Kost unter jeder Kritik. Aber natürlich, wir geben dir ein kleines, aber exquisites Diner im engsten Familienkreis. Ich gehe gleich in die Küche. Ja, Papa, aber nur das Geburtstagsessen meinetwegen noch. Dann, was willst du damit sagen? Hör mal, Siegbert, wir beide wissen doch nur zu gut, was unserer lieben Tanten zugestoßen ist. Und vielleicht bin ich jetzt dran. Ach, du meinst, dass man dich vielleicht auch... Ja, ich reise in jedem Fall noch heute ab. Eine kleine Weltreise kann ich mir jetzt leisten. Das ist ja erschütternd, wie hier plötzlich alles auseinanderfällt. Nach einer Mayonnaise d'Omar, eine Mock-Turtle-Suppe. Ja, die mag der Klaus so gern. Dann ein Filet de Bœuf Nicoise mit Pommes Dauphin und Haricots Verts. Haben Sie alles verstanden? Oui, oui. Gut, gut. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass ich um meines Sohnes willen größten Wert auf feine Nuancierungen lege. Ich auch, Herr Graf, ich auch. Allmächtiger, was mache ich jetzt? Tja, das ist gar nicht so einfach bei so viel Leid. Herr Wanninger, weil Sie so ein guter Mensch sind. Ich werde Ihnen helfen. Ich danke Ihnen schön, Stasi. Die Geburtstagstorten mache ich sowieso allein. Warum sind Sie von Schloss Orgenburg nach dem Tod der Baronin Elisabeth einfach weggelaufen? War alle so traurig, bitte. Kann ich nicht kochen mit Vergnügen, was ich doch muss, wenn soll schmecken. Was anderes. Wer hat vor dem Tod der Baronin Elisabeth den Nachttrunk für Sie zubereitet? Na, ich, bitte, immer ich. Und wer hat ihn ihr gebracht? Was weiß ich. Vielleicht Lehmann, was ist Butler? Mhm. Oder jemand von Familie. Ich schwöre, Herr Kommissar, ich habe mit Tod von alten Baronen nichts zu tun. Ja, 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 ja. Und der Schmuck, den man bei Ihnen gefunden hat, hat Ihnen die alte Dame wohl geschenkt, nicht wahr? Gehört nicht Baronin Elisabeth, gehört Gräfin Winnie. Und Sie haben ihn ihr gestohlen, was ja wohl auch Ihre Flucht erklärt. Bitte schön, Gräfin Winnie hat immer gesagt, wenn sie wird erben, wird sie kaufen viel schöneren Schmuck und mir schenken den alten. So jetzt, wie sie geerbt hat. Haben Sie den Schmuck einfach genommen? Sie hat vergessen zu schenken in der Aufregung. Kann ich verstehen. Ich bin gespannt, ob der Staatsanwalt auch Verständnis dafür hat. Zumal Sie einschlägig vorbestraft sind. Herr Kommissar! Führen Sie ihn ab. Na, ihr macht aber keinen sehr munteren Eindruck an meinem Geburtstag. Ach, ich habe solche Migräne. Ich würde am liebsten gleich wieder ins Bett gehen. Ja, und was wird aus meinem Geburtstagsessen? An Essen mag ich überhaupt nicht denken. Ich habe schon den ganzen Morgen über Magenschmerzen. Und ich bin schon wieder auf 50 Kilo. Ich komme mir vor wie eine Tonne. Und was ist mit dir, Papa?
Bei diesem neuen Koch möchte ich mir auch das Essen abgewöhnen. Von dem Gift ganz zu schweigen. Was willst du damit sagen? Ja, an den indianischen Pfeilen war immerhin Gift genug für uns alle. Wie beruhigend und appetitanregend. Hört mal, ich mache euch einen Vorschlag. Essen wir doch von allen Speisen gleichzeitig. So können wir sicher gehen, dass niemandem etwas passiert. Einverstanden? Hey, Fröschel, schneid mal schnell den Petersil. Also, als Butler habe ich das ja eigentlich nicht nett. Na ja, noch ein schneidst du heute als Kriminalassistent. Da, schauen Sie her, Wallinger. Das ist unsere Geburtstagstorte, die wir in der Familie schon seit ein paar hundert Jahren machen. Die schaut aber gut aus, Stasi. Mhm. Aber sag's mal, warum ist denn da ein einziger Aprikosen drauf? Das ist ein alter Brauch auf Orgenburg. Die muss das Geburtstagskind essen. Dann lebt's recht lang. Aha. Ja, wenn das so ist. Geh, Stasi, sind Sie doch so gut und holen Sie mir noch ein bisschen den Schnittlauch. Schon recht, Herr Wallinger. Ja. Pass auf, Fröschel. Das ist jetzt genau das, was ich brauche. Wieso? Naja, von dem anderen Futter, da werden sie alle essen. Aber wenn einer dem Klaus was Spezielles zuschieben möchte... Dann ist die Aprikosen genau das Richtige. Eben, und außerdem die letzte Gelegenheit. Ich werde also die Torten draußen in der Halle so abstellen, dass sie für alle zugänglich ist. Und du sorgst dafür, dass beim Essen jeder einmal rauskommt. Hast mich. Schick dich. Ich glaube, die sind schon ganz scharf auf meine Schmeckler. Ja, die werden erfreut haben. Sehr. Ah, die Mayonnaise, Tomate. Unbegreiflich, Papa, wie du dich unter diesen Umständen auf das Essen noch freuen kannst. Aber Papa hat sich doch Zeit seines Lebens aufs Essen gefreut. Und ihr sonst übrigens auch. Na, ich danke. Oma eignet sich ausgezeichnet, um jemand zu... Sei bitte still, Siegbert. Na, denn guten Appetit. Fidon! Was ist das für eine Mayonnaise? Antoine! Ich weiß nicht, wer drauf. Sagen Sie dem Koch augenblicklich, ich wünsche, dass die Mayonnaise im Haus selbst zubereitet wird. Sehr wohl. So, da wird sie doch wohl jeder sehen. Da muss man ja dran vorbei, wo man auch hingeht. Und da soll noch einer sagen, die alten Schlösser werden unpraktisch gebaut. Ich bitte um Entschuldigung, der Herr Graf wird am Telefon fallen. Von wem? Das hat mir die Dame leider nicht anvertraut. Ausgerechnet jetzt. Grässlich. Grässlich. Sie können die Suppe servieren, Toni. Tja, was ist das eigentlich für ein Koch, der Neue? Ich weiß nicht, Papa hat ihn engagiert. Der Mann hat einen sonderlichen Geschmack. Findet ihr nicht auch? Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, seine seltsamen Kochmethoden sind sehr berühmt. Unglaublich. Unglaublich. Es hat sich überhaupt niemand gemeldet. Na, dann wollen wir mal die Mockturtelsuppe versuchen. Halt! Wir müssen doch erst einen Schluck auf das Wohl von Klaus trinken. Ja, natürlich. Das haben wir ja beinahe vergessen. Also, auf dein Wohl, lieber Klaus. Danke dir, lieber Papa. Und herzlichen Glückwunsch, Siegbert. Ach, jetzt habe ich doch meine Pillen vergessen. Entschuldigt mich bitte einen Augenblick. Haben Sie dem Koch Bescheid gesagt, Arthur? Ja, er lässt sich entschuldigen, dass er die Schildkröten für die Suppe nicht auch im Hause gezüchtet hat. Warten Sie hier. Fröschel, ich verlange sofort zu wissen... Der Koch wird Ihnen alles erklären. Wallinger, ich sehe wohl nicht recht. Warum? Bin ich Ihnen nicht groß genug? Wenn ich das Herrn Direktor Mitterer melde. Da schmecken Sie mal, Herr Steiner, wenn Sie schon zufällig hier sind. Wir haben den verschwundenen Koch gefunden. Was? Wie ist das aus? Zu fad. Der Koch hat den ganzen Schmuck der jungen Gräfin Winnie gestohlen. Was sagen Sie? Na, jetzt ist sie bestimmt zu scharf. Ja, aber warum hat denn die Winnie den Diebstahl gar nicht gemeldet?
Naja, wegen der Aufregung um die Todesfälle. Vielleicht hast du ihn noch gar nicht bemerkt. Mhm. Das könnte natürlich auch sein. Herr Wanninger, schnell den Hauptgang. Gut, Fröschel, dass Sie dazukommen. Herr Wanninger kann ja tun, was er will, aber von Ihnen verlangen... Stören Sie uns jetzt nicht, Herr Steiner. Sie sehen doch, dass wir im Dienst sind. Na, was ist, Fröschel? Klappt alles? Ne? Ja, bis jetzt ist alles ganz gut. Es fehlen bloß noch der Siegbert und die Winnie. Na, also, dann schick dich. Was? Sag mal, Klaus, hat man dir auf der Polizei eigentlich die Gründe genannt, warum man dich freigelassen hat? Nein. Ja, wahrscheinlich verdächtigt man jetzt jemand anderen. Aber wen denn nur? Wenn noch irgendein Verdacht auf dieses Haus fallen würde, wäre doch längst die Polizei wieder in voller Aktion. Ach, passen Sie doch auf, Sie bitte, Trottel! Bitte tausendmal um Vergebung. Das nützt jetzt auch nichts mehr, Sie Unglücksmensch. Komm, Winnie, gehen wir uns umziehen. Wo bleibt Ihr Verantwortungsbewusstsein, Wanninger? Ist Ihnen denn nicht klar, dass hier in diesem Schloss ein zweifacher Mörder frei herumläuft, der jederzeit wieder zuschlagen kann? Das will ich auch stark hoffen. Das hoffen Sie? Ja, das müssen Sie probieren. Das wäre gar nicht schlecht. Ich höre wohl nicht recht, Wanninger. Herr Wanninger, jetzt wär's soweit. Jetzt sind sie alle wieder beieinander. Ja, also nachher sag, was ich dir angeschafft habe. Ja, gut. Herr Steiner, jetzt bin ich aber doch froh, dass Sie da sind. Es könnte nämlich sein, dass die Herrschaften nach dem Dessert eine Amtsperson brauchen. Herr Graf, der Koch bittet, die Geburtstagstorte zur Feier des Tages auftragen zu dürfen. Na, meinetwegen. Dann kann er gleich Adieu sagen. Nach dem Menü ist er entlassen. Kommen Sie rein, Franz. Dankeschön, Herr Graf. Dem Grafen Klaus ein langes Leben soll die Geburtstagstorte geben. Und weil mit Hangen und mit Bangen der Tod im Schloss herum ist gegangen, wünsche ich mit jeder Tortenscheibe, dass alle hier am Leben bleiben. Schon gut, lieber Mann. Jetzt reichen Sie mal Klaus die Torte, damit er die Aprikose essen kann. Jawohl, Herr Graf. Ja, Moment, welche soll ich denn nehmen hier? Das sind ja diesmal fünf. Mhm. Wieso denn fünf? Das hat es doch noch nie gegeben. Also, Wanninger, wenn Sie nicht sowieso schon entlassen wären. Entschuldigen Sie, Herr Graf, ich hab's doch bloß gut gemeint. Die Stasi hat nämlich gesagt, wer am Geburtstag die Aprikose isst, der lebt lang. Naja, und weil ich Ihnen doch allen ein langes Leben wünsche, habe ich heute zu der einen noch vier dazugelegt. Also bitte schön, Herr Graf, jetzt dürfen Sie mich nicht kränken. Essen soll heute jeder eine. Also das ist gegen den alten Brauch. Ja, ich finde auch. Wir sollten da keine Ausnahme. Aber Papa, warum denn nicht? Hm? Das ist doch ein uralter Zopf. Na, bitte esst jetzt alle mit, sonst kränkt ihr mich. So schön, Kinder, tun wir Klaus. Ja, und außerdem passt es sehr gut zu unserer Abmachung, die ihr hoffentlich nicht vergessen habt, ja? Hoffentlich ist sie nach ihrem Geschmack. Die hat nämlich die Stase gemacht. Sie brauchen die Aprikose nicht auszuspucken, meine Gnädigste. Die Vergiftete befindet sich bereits auf dem Weg ins Polizeilabor. Winnie, Gräfin von Orgenburg, ich verhafte Sie wegen zweifachen Giftmordes. Ehe ich mich verabschiede, Herr Graf, hätte ich ganz gern noch die Handtaschen da mitnehmen. Was fällt Ihnen ein? Das ist die Tasche meiner Frau. Eben drum. Ich glaube nämlich, dass da noch ein bisschen was von dem Pfeilgift drin ist, mit dem sie die Victoria und die Elisabeth umgebracht hat. Der Mensch ist wahnsinnig geworden. Schrecklich, schrecklich. Nein, nein, leider nicht, Herr Graf. Mit dem Gift hätte nämlich heute auch der Herr Klaus dran glauben sollen, wenn er die für ihn bestimmte Aprikose gegessen hätte. Um Himmels Willen, warum soll denn Winnie... Ja, weil der Herr Graf ihr zu wenig verdient hat. Autos, Pelzmäntel, Schmuck. Na, das bringt doch alles einen Haufen Schulden. Und die kann man doch nur wieder loswerden, wenn man erbt, oder? Ja, woher wissen Sie denn das alles? Ja, das ist geradezu unheimlich. Wer sind Sie eigentlich? Wenn Sie erlauben, Herr Graf, das ist mein Chef, Herr Kriminalinspektor Wanninger. Und das ist mein Assistent, der Fröschel. Da ist er besser wie als Butler. Ich hoffe, Herr Graf, Sie können uns noch mal verzeihen. Also ich verspreche Ihnen, vom Kochen lasse ich in Zukunft die Finger. Mir langt's schon, wenn ich ab und zu einem die Suppe versalzen kann.